Wie bereits angekündigt, betrachten wir heute den Wassermann. Der Wassermann ist das 11. Sternzeichen im astrologischen Horoskop und seine Planeten sind Saturn und Uranus. Der typische Wassermann ist charismatisch, erfinderisch, exzentrisch, originell, fortschrittlich, gesellig, individualistisch, prinzipientreu, unterhaltsam, willensstark und zukunftstreu. Und so ist er in seinem Verhalten. Der Wassermann ist ein origineller Zeitgenosse und dafür sorgen schon seine Planeten. Außergewöhnliches und manchmal auch Skurriles zieht ihn an. Dadurch ist er schwer einzuschätzen und zuweilen sogar unberechenbar. Er ist nicht langweilig und seine Unabhängigkeit ist legendär und deshalb geht er bereitwillig manchen Umweg. Seine große Stärke ist seine Vielfalt großer Ideen. Leider kann er sie oft nicht realisieren, weil er nicht die nötige Zeit hat. Oft ist der Wassermann den Menschen einen Schritt voraus. Und das ist nicht verwunderlich. Mit seinem Sinn für Reformen und das Moderne fasziniert er die Gesellschaft und erweist sich als Visionär, was oft manchmal seine Mitmenschen verunsichert. Sieht man seine skurrilen, jedoch außergewöhnlichen Pläne, wundert man sich durchaus nicht. Hilfsbereit ist er für seine Freunde da. Was braucht der Wassermann zum Glücklichsein? Er hat großes Talent zum Glück und nimmt sein Leben nicht so schrecklich ernst. Gefühlsangelegenheiten sind für ihn Kopfsache und stehen ihm deshalb oft im Weg. Seine Lebensaufgaben sind Loslassen und Fühlen. Aber er braucht den nötigen Freiraum. Durch seine schillernde Erscheinung hat er schnell viele Bewunderer. Sie verblüffen manchmal, weil diese einerseits gegensätzlich sind und dann wieder konventionell. Kapriziös und geheimnisvoll überrascht der Wassermann seinen Partner mit schonungsloser Kritik. Er liebt weder Anpassung noch Abhängigkeit. Dies gesteht er allerdings auch seinem Partner zu. In der Sexualität ist er unkonventionell, wobei das Hauptaugenmerk auf seinem Partner und dessen Bedürfnisse liegen. Der Wassermann sucht einen fantasievollen und ausdauernden Liebhaber. Großes Vertrauen sind die Voraussetzungen zum Sich-Einlassen und er erwartet eine unbedingte Offenheit und Toleranz. Eine spannende Dynamik zwischen Distanz und Nähe in einer Beziehung ist das, was seine Liebe lebendig hält. Sein Lebensmotto ist: Meine Individualität bringe ich zum Ausdruck. Das letzte, 12. Sternzeichen ist dann der Fisch. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.